den Schülerinnen und Schülern, die jetzt auf Bildung bewegt, Talentify Me sehen, was möchtest du ihnen quasi da mitgeben? Ja. Oder sagen? Oder ja, also Talentify.me ist ein Projekt, das wir für Schülerinnen und für junge Menschen aufgesetzt haben, weil es ganz, ganz wichtig ist und auch ihr extrem viel Potenziale und Talente habt, die in der Schule nicht immer gefördert werden. Und jeder hat seine Talente und Stärken in einem Bereich, sei es Mathematik oder Deutsch, oder auch wenn es Zeichnen, Bewegung oder Musik ist. Jeder junge Mensch hat irgendwo seine Talente und Stärken. Und um diese Talente und Stärken zu nützen und weiterzugeben, haben wir Talentify.me aufgesetzt, damit ihr jüngeren Schülerinnen, die sich in einem Fach oder irgendwo halt tun, helfen könnt, um denen in der Schule die zu unterstützen und denen zu helfen, auch weiterzukommen. Weil es gibt so viele junge Menschen in Österreich, die leider nicht das Glück gehabt haben, in der Familie geboren zu werden, die es unterstützt und wo sie die gleichen Möglichkeiten haben wie viele andere. Und man nennt das auch die soziale Mobilität oder dass Bildung verändert wird. Und genau diesen jungen Menschen wollen wir ältere Schülerinnen oder euch motivieren, dass ihr mit diesen vielen jungen Menschen lernt, dass ihr ihnen helft, auch was aus ihrem Leben zu machen. Und genau für das haben wir Talentify.me gegründet. Und es geht ganz einfach. Ihr könnt auf talentify.me gehen, ihr könnt euch dort registrieren. Ihr könnt dort in diesen Fächern, die ihr gut seid, Deutsch, Mathematik, Englisch, aktiv Lernhilfe anbieten. Und die vielen anderen Benutzer, Eltern, jüngere Schülerinnen können auch auf die Plattform gehen, können jemanden suchen, euch finden und euch dann eine Nachricht schicken, ob ihr mit ihnen lernen wollt. Und auch diese vielen Workshops, die wir anbieten, könnt ihr auch direkt über talentify.me besuchen, euch dafür anmelden und bekommt dann Bonuspunkte dafür, wenn ihr euch bestätigt und zu diesem Workshop kommt. Super. Dann alles, alles Gute, lieber Bernhard. Ich wünsche dir, dass ganz, ganz viele Schüler sich melden, dass diese Plattform noch und noch mehr Anklang findet und dass das eine riesen Bewegung wird, wo sich Schülerinnen einerseits Hilfe holen können, aber auch gute Schülerinnen und Schüler quasi andere fördern und sich Bonuspunkte für vielleicht das eigene Projekt dann, das sie verwirklichen möchten, quasi bei euch holen und diese dann bei euch einlösen. Ja, vielen Dank. Und das ist genau unser Ansatz, vielleicht zum Schluss, diese Bonuspunkte oder diese guten Daten, die ihr bei uns in der Plattform setzt, werden belohnt durch diese Bonuspunkte, die ihr dann wieder einsetzen könnt für verschiedenste Dinge. Das heißt, wir wollen euch helfen, auch mit 14 Jahren herauszufinden, was für eine Schule als nächstes vielleicht Sinn macht oder ob eine Lehre für euch interessant ist. Nach der Matura, wenn ihr soweit seid, euch helfen, das richtige Studium zu finden oder vielleicht einen interessanten Job zu finden und euch darüber über die Schule hinausgehend einfach auch zu unterstützen, vielleicht auch mal einen interessanten Praktikumsplatz zu finden, auf den ihr Anspruch habt, wenn ihr eine gewisse Anzahl von Bonuspunkten gesammelt habt und euch einfach helfen, einen Weg zu finden, der euch Spaß macht und vielleicht auch dann irgendwann einen Beruf zu finden, in dem ihr euch verwirklichen könnt. Super, danke. Also wirklich eine tolle Geschichte, wo wenn man auch gut ist, vielleicht noch besser werden kann. Genau. Ja.